Sobald 2022 beginnt, möchte ich jeden Tag Sport machen, mich ultra gesund ernähren, mein Studium durchziehen, aber ich mache mir ja keinen Druck. Mit jedem Neujahresbeginn haben viele Menschen Vorsätze und einfach Wünsche für das neue Jahr, welche sie in ihr Leben implementieren wollen. Häufig jedoch funktioniert das am Ende überhaupt nicht. Warum und wie du es besser machen kannst, möchte ich dir jetzt erklären. Eine ganz große Falle, in die viele tappen, ist die Bedeutung eines konkreten Zieles. Von ich möchte mehr Sport machen bis hin zu ich möchte mich gesünder ernähren. Ja, was möchtest du denn jetzt genau? Du möchtest dich gesünder ernähren, du möchtest mehr Sport machen. Was genau möchtest du machen? Was ist dein konkretes Ziel? Anstatt zu sagen, ich möchte mehr Sport machen, sag du einfach, ich möchte dreimal die Woche laufen gehen. Das ist konkret. Dreimal die Woche laufen. Gleichzeitig werden sehr viele Vorsätze immer sehr negativ formuliert. Das bedeutet, ich verzichte auf Schokolade. Das klingt ja ziemlich frustrierend, weil am Ende denkst du nur noch an Schokolade. Kombiniere das Ganze doch mal mit einem anderen Vorsatz und formuliere das Ganze positiv. Nach jeder Sporteinheit, die ich mache, gönne ich mir ein Stück Schokolade. Ich mache etwas, was mir Gutes tut und dafür gönne ich mir das Stück Schokolade, weil ich mir das verdient habe. Gleichzeitig solltest du dich allerdings auch fragen, möchtest du die Sachen wirklich machen oder machst du das nur, weil andere das machen? Denn häufig hören wir im Fernsehen, im Radio oder sonst wo, ach ja, fürs neue Jahr möchte ich mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte das und das und das machen. Und dann übernehmen wir das einfach, weil das klingt gut. Ah ja, gesünder essen, gesünder leben, das klingt schon ganz gut und ja, ich glaube, das könnte ich auch mal machen. Komm, weißt du was, nächstes Jahr möchte ich gesünder leben. Möchtest du das wirklich oder hast du es einfach nur gehört und fandest es nicht schlecht? Kommen wir jetzt zum mitwichtigsten Punkt und das ist der Zeitpunkt und deswegen steht es auch im Titel, fang doch einfach heute schon an. Warum muss es der 1.1. sein? Für viele ist der Jahreswechsel eine Art Neuanfang. Wir haben die Möglichkeit von vorne anzufangen und das, was wir in 2021 vielleicht falsch gemacht haben, in 2022 besser zu machen. Ich möchte dir jetzt aber ein kleines Konstrukt an die Hand geben, was mich persönlich sehr prägt und was diesen gesamten Neujahresvorsatz eigentlich komplett revidiert. Jeder neue Tag, den wir haben, kann wie ein neues Jahr sein. Das bedeutet, wir haben morgen die Chance, quasi ein neues Jahr zu starten und unser Leben komplett zu verändern. Sollte es an dem Tag nicht geklappt haben, dann haben wir wieder einen Tag, um das komplett neue Jahr zu starten und der nächste wieder und wieder und wieder. Gleichzeitig ist ein neues Jahr aber auch nur ein komplett neuer Tag. Das bedeutet, es kommt rein darauf an, was wir daraus machen und wie wir an die Sache herangehen. Und da ist es komplett egal, ob es jetzt Januar, Februar, März, April ist oder ob es Montag, Dienstag, Freitag oder Samstag ist. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die Flut an neuen Vorsätzen, die wir uns nehmen. Wie ich es im Intro angekündigt habe, jeden Tag Sport, Studium durchziehen, super gesunde Ernährung. Ja, mein Gott, natürlich kannst du das nicht alles von heute auf morgen umsetzen. Fang doch einfach mal mit einer Sache an. Fang einfach damit an, dreimal die Woche Sport zu machen. Danach merkst du vielleicht, alles klar, das hat sich bei mir eingebürgert, dass ich jetzt regelmäßig den Sport mache. Und als nächstes möchte ich jetzt vielleicht einfach mal regelmäßig lesen und sag mir einfach, ich lese jeden Tag jetzt 10 Seiten. Fang damit mal an, mach das mal einen Monat auf 2, bis auch das verinnerlicht ist. Und schon hast du 2 neue Gewohnheiten, die du vorher nicht hattest, die du jetzt komplett drin hast und kannst dann an die nächste gehen. So hättest du in einem Jahr 12 neue Gewohnheiten. Überleg mal, was du in dieser Zeit erreichen kannst, wenn du einfach mal auf die Bremse drückst und nicht versuchst, alles auf einmal zu machen und dich komplett damit überforderst. Schreib dir unbedingt auch einen Plan auf, was du machen möchtest, wann und wie und wann du auch dein Ziel erreicht haben möchtest, denn das ist super wichtig, um zu sehen, da ist mein konkretes Ziel, genau das möchte ich machen und dann möchte ich es haben, denn dann wird dein Gehirn auch immer einen Weg finden, wie du von A nach B kommst. Doch zu guter Letzt lass deine Vorsätze oder deine Ziele realistisch sein. Es ist also nicht möglich, dass du sagst, ich möchte in 6 Monaten 100 Kilo abnehmen oder ich möchte vom Nichtläufer plötzlich zum Ultraläufer werden oder was auch immer, denn unrealistische Sachen demotivieren sehr schnell, wenn du merkst, okay, es ist überhaupt nicht möglich und dann hörst du wieder auf damit und dann bist du wieder in deinem alten Trott und es hat sich überhaupt nichts verändert. Setz dir ein großes Ziel über eine gewisse Zeit. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte irgendwann mal einen Marathon laufen, ich kann aber jetzt noch keine 2 Kilometer laufen, dann setz dir für 2 Jahre das Marathon-Ziel, setz dir vielleicht für dieses Jahr einen 10 Kilometer Lauf. Also Step für Step für Step. Von 5 auf 10, auf Halbmarathon bis zum Marathon. Dann aber über eine gewisse Zeit und nicht nur jetzt auf ein halbes bis Jahr gesehen. Was ich mal für Vorsätze hatte, die zu meinen Gewohnheiten geworden sind und warum du diese vielleicht zum Teil umsetzen solltest, das zeige ich dir hier. Wir sehen uns dort.